Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine vollautomatische Honigfarm bauen kann in der Version 1.15 mit Hilfe von den Bienen. Und dieses Design für die Farm stammt nicht von mir, sondern von dem YouTuber Imango. Den habe ich in der Beschreibung verlinkt und der macht englische Videos über Minecraft-Tutorials quasi. Und ich habe jetzt quasi sein Design noch ein bisschen hübscher gebaut und zeige euch jetzt, wie man das Ganze baut. So, als allererstes bauen wir erstmal den Mechanismus, wie man quasi die Items dann einsammelt. Und dafür platzieren wir erstmal eine Doppelkiste und machen dann von hinten mit Shift und Rechtsklick zwei Trichter daran. Und hier ist es wichtig, dass die Rohre von den Trichtern quasi Richtung Kiste zeigen. Ansonsten werden die Items zwar eingesammelt, aber landen nicht in der Kiste. Und jetzt platzieren wir auf den hinteren Trichter wieder mit Rechtsklick eine Schiene und platzieren auf diese Schiene drauf von der rechten Seite aus quasi einen Nestblock. Und der zeigt jetzt mit diesen zwei Eingängen quasi nach rechts. Und dann stellen wir unter den Nestblock auf die Schiene noch einen Hopper-Minecart. Und das sorgt jetzt quasi dafür, dass Items durch den Nestblock eingesammelt werden. Ich kann euch das mal eben demonstrieren. So, zack, das Minecart müsste jetzt in der Kiste sein, wenn alles richtig ist. Ja, wunderbar. So, das nächste, was wir machen, ist rein theoretisch optional. Das müsst ihr nicht unbedingt bauen, aber ich finde, es sieht einfach ein bisschen besser aus. Deshalb platzieren wir hier so Blöcke und dann links und rechts jeweils davon nochmal 3x3 Quarz. Aber ihr könnt rein theoretisch, wie gesagt, alles andere nehmen, jeden anderen Block oder es halt eben auch lassen. Das ist nicht so wichtig. Was wieder wichtig ist, ist, dass wir da, wo die zwei Ausgänge sind, zwei Grasblöcke hin tun und darauf dann Blumen nach eurer Wahl. Das kann jede einhohe Blume sein, allerdings keine zwei hohen Blumen, das wäre blöd. Und dann hätten wir quasi den Mechanismus für die Bienen schon mal und für das Einsammeln. Als nächstes machen wir jetzt einen Dispenser da oben drauf, weil dieser Dispenser wird nämlich quasi den Honig dann ernten. Und zwar stellen wir hier auf das Nest drauf zwei Blöcke, machen dann den unteren weg und stellen dann von unten den Dispenser dahin. Das sorgt nämlich dafür, dass das Loch vom Dispenser quasi nach unten schaut. Und in den Dispenser tun wir jetzt ganz viele Glasflaschen rein. So, machen wir mal drei Stacks, das müsste erstmal reichen. Und der wird jetzt eben quasi, wenn er aktiviert wird, wird er dann den Honig ernten und der Honig wird dann hier durch dieses System eingesammelt und landet dann in der Kiste. So, als nächstes brauchen wir einen Redstone Comparator und Redstone Dust und einen Block nach eurer Wahl und einen Glasblock. So, jetzt bauen wir nämlich ein System, was zählt, wie viel Honig quasi da drin ist. Und zwar soll das Ganze bis 5 zählen. Und zwar stellen wir dafür den Comparator hier hin, machen dann hier noch einen Block hin, ich kann euch das mal von hier zeigen. Machen dann hier Redstone und da Redstone hin, machen dann auf den unteren Redstone-Block einen Glasblock, platzieren da oben drauf wieder Redstone und dann machen wir hier nochmal zwei Blöcke hin und auch nochmal Redstone. Und jetzt ist es nämlich so, dass quasi in dem Block werden ja dann der Honig von den Bienen eingesammelt und dahin gebracht. Und jedes Mal, wenn ein Honig dazukommt, dann erkennt der Comparator das, weil dieser Blocker gepowert wird, der Quarzblock. Und der wird dann ein Signal aussenden und wenn halt eben ein Item da ist, dann ist ein Redstone gepowert, bei 2 ist 2 und wir wollen es ja bis 5 haben. Und beim 5. wird dann der Dispenser gepowert. Der haut dann da eine Glasflasche quasi rein und erntet Honig und das Ganze wird dann eingesammelt. Und das ist eigentlich das ganze System von dem Ding. Das Schwierige im Survival ist wahrscheinlich die Bienen da reinzukriegen oder das Schwierigste. Und zwar zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Erstmal umranden wir hier nochmal das Nest mit Glasscheiben. Und ohne Spaß in dieser Version, es regnet so oft. Also ihr seht, wie oft ich hier Weather clearen musste, einfach in dieser kurzen Zeit schon, wo ich das hier gebaut habe. Also ihr umrandet das einmal und macht dann oben drauf nochmal Glasblöcke, das sorgt nämlich dafür, dass die Bienen dann nicht mehr rauskommen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man die Bienen da reinkriegt. Und zwar ist das ein bisschen tricky, wenn man nicht gerade im Creative-Modus ist. So. Und zwar müsst ihr die dafür an die Leine nehmen. Also ihr findet irgendwo eine Biene, nehmt dann sie an die Leine mit Rechtsklick und dann müsst ihr hier in die Nähe von dem Bienennest fliegen. Also gehen natürlich im Survival. Und dann muss die Biene hier landen. Und nach einer gewissen Zeit geht sie nämlich dann in das Bienennest rein. Wir können mal ein bisschen warten. An der Stelle, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt schon mal Hashtag Honig in die Kommentare. Würde mich ja interessieren, wer soweit schaut. Und wie gesagt, ihr müsst jetzt einfach ein bisschen Zeit totschlagen und warten. Und irgendwann geht die Biene halt von selbst ins Bienennest rein. Solange sie eben in der Nähe ist. So, zack. Jetzt ist sie da drinne. Sie droppt das Dingsbums. Und jetzt würde sie da irgendwann halt wieder rauskommen. Das dauert auch ein bisschen. In der Zeit stelle ich hier aber nochmal, wir sind ja im Creative, nochmal zwei Bienen rein. Und umrande das Ganze hier nochmal, so wie ich es auch da drüben getan habe, mit Glasscheiben, damit es ein bisschen besser aussieht. So, zack. Und da oben drauf habe ich jetzt hier zum Beispiel noch Halbsteine gemacht, damit das so ein bisschen wie ein Dach aussieht. So, zack, zack, zack. Hoppala. Machen wir hier nochmal ein bisschen was hin. Hier nochmal, zack. Und machen dann hier auch nochmal ganz viele Glasscheiben hin. So lange, bis hier alles fertig ist. Ist alles fertig? Nee, den haben wir noch. So, perfekt. Jetzt ist die Farm quasi fertig und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist eben abwarten. Ich kann euch das mal hier vorne zeigen. Und zwar die Bienen werden jetzt hier eben von den zwei Blumen die Pollen einsammeln und bringen die dann immer wieder ins Nest. Und je nachdem, wie viel Honig da drin ist, ist dann hier das Redstone gepowert. Und hier zum Beispiel müsste jetzt noch eine Biene da reinfliegen und die würde dann halt den Dispenser auslösen. Dann können wir mal kurz gucken, ob das zeitnah passiert.
Aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall, also man farmt auch nicht so viel Honig tatsächlich. Also ich habe jetzt in der Zeit zum Beispiel hier 6 Honig gefarmt, immerhin schon. Und ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt einfach, solange ihr in der Nähe seid, wird diese Farm funktionieren und dann farmt ihr quasi passiv Honig. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis von der Farm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wie gesagt, schreibt mal einen Hashtag Honig in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.